Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, was ihr tun könnt, wenn euer Gelenk beim E-Scooter bzw. in dem Fall Okay Neon ES20, den wir hier stehen haben, gilt aber für die gesamte Okay-Reihe bzw. auch Otis Pax und so weiter, anfängt zu knacken, zu klackern, wie auch immer man das beschreiben will. Vor allem, wenn man den halt so hinbewegt und keine Ahnung, einfach so im Kreis eben bewegt beim Lenken oder halt beim Schieben, wie auch immer. Ich zeige euch jetzt, wie man das behebt. Zwar sehen wir hier an der Stelle, brauchen wir eine Zutat und zwar Lithiumspray, also so Schmiermittel bzw. halt einfach Sprühfett in dem Fall. Und das benötigen wir, um das Gelenk dann eben von dem Knacken zu befreien. Das hat mir tatsächlich Technology Life mal empfohlen bezüglich auf Kugellager. Und an der Stelle gehen auch Grüße raus an Technology Life. Man kann aber dieses Lithium-Spray bzw. Sprühfett, kann man halt wirklich überall benutzen, auch bei solchen Sachen hier. Und ich zeige euch einfach mal, wo ihr das reinsprühen müsst. Was entstehen kann, dass es anfängt zu knacken, behandle ich jetzt auch mal ganz kurz. Und zwar sieht man hier so schwarze Reste, die da rauskommen. Und die kommen tatsächlich immer wieder bei Regenfahrten raus. Ich hatte zum Beispiel letztens eine fette Regenfahrt. Auch mit teilweise relativ tiefen Pfützen. Da hat dann angefangen, das Fett, das sage ich mal von Okay von Werk aus benutzt wird, ein bisschen rauszulaufen. Passiert aber erst nach einer Zeit. Nachdem man den ungefähr ein Jahr hat, kann schon passieren, dass bei Regenfahrten da halt ein bisschen von dem Fett, das da drin ist, von sich halt einfach ein bisschen rausläuft. Und da kann man halt entgegenwirken, indem man halt selber in dem Fall hier Fett reinsprüht, damit halt eben dieses Knacken weggeht. Weil das passiert einfach nur, weil da Metall auf Metall sich dreht oder ähnliches. Und das knackt dann, das wollen wir ja verhindern. Außerdem ist Sprühfett auch wasserabweisend, was auch ganz gut ist, damit da halt im Gelenk nichts rostet. Da kann man das hier in das kleine Loch hier reinsprühen. Da habe ich es tatsächlich angefangen. Und zwar einfach mal da reinsprühen. Das machen wir jetzt hier an der Stelle auch einfach ganz vorsichtig. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, das sollte schon tatsächlich reichen. Und dann kann man das auch hier oben reinsprühen. Und zwar in den Abteil hier einfach nach oben reinsprühen. Viel hilft viel in dem Fall und ja, schadet auf jeden Fall nicht. Das überschüssige Zeug kann man dann einfach mit einem Tuch wegmachen. Und dann passt das auch an der Stelle. Aber man sollte da auf jeden Fall nicht viel dran sparen, weil das Sprühfett, das kostet hier, glaube ich, 3 € oder was das gekostet hat oder 5 € von mir aus. Und das ist wirklich nicht teuer und das kann man immer wieder und immer wieder verwenden. Das ist wirklich ganz gut an der Ich würde Stelle. es nur empfehlen, irgendwo zu machen, wo man halt das Sprühfett nicht in der Wohnung verteilt, weil wenn man das mal in der Wohnung verteilt hat, dann könnten halt rutschige Flecke entstehen. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Deswegen, wenn dann auch mit irgendwas abdecken. Ich mache es ja hier nur provisorisch, um es mal zu zeigen, aber wenn man es ernsthaft macht, dann sollte man lieber halt irgendwas drunter legen oder keine Ahnung, damit da halt an der Stelle kein Sprühfett in der Wohnung verteilt, weil den da auch wieder wegzukriegen, den zu sehen und so weiter. Da will man sich nicht drum kümmern, deshalb lieber was drunter legen oder einfach draußen machen oder wie auch immer. Aber an der Stelle da rein und hier rein und dann einfach wirklich fahren. Man muss den fahren, weil direkt geht es nicht weg. Das knackt dann weiter, ganz normal. Man muss den dann locker mal so 10, 20 Kilometer fahren und erst dann geht das auch wirklich weg. Deswegen, das muss man wissen. Also viele denken, ja, sprühe ich mal rein, zack, fertig, ist weg, alles gut. Nein, man muss den tatsächlich auch eine Zeit lang fahren und erst nachdem man den dann 10 Kilometer oder 20 Kilometer von mir aus gefahren ist, hört man auch, okay, das ist weggegangen. Deswegen, das muss man an der Stelle auf jeden Fall wissen. Das Knacken geht nicht direkt weg, sondern man muss auch fahren. Man kann auch immer wieder ein bisschen nachsprühen, wenn man merkt, okay, das ist noch da. Deshalb, aber an der Stelle auf jeden Fall. Man kann nicht einfach was reinsprühen und dann ist es weg, sondern man muss den Scooter auch ein bisschen benutzen und erst dann wirkt das Zeug sozusagen, weil es sich dadurch halt ein bisschen im Gelenk verteilt, im Klappmechanismus, wo auch immer das Knacken da ganz genau herkommt. Ich vermute einfach, das hat irgendwas mit diesem Bolzen hier zu tun, der dann halt runtergeht, damit der Lenker sich halt nicht verschiebt, wenn man den Scooter eingeklappt hat. Genau weiß ich es aber nicht. Letztendlich weiß ich, dass diese Methode hilft, weil die hat mir in dem Fall ganz gut geholfen. Und ja, dann wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.